Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Morgen um 14 Uhr hier bei uns im Eintrachtstadion. 80 Gästefans werden aus Bayern mit anreisen. Voraussichtlich Tageskassen öffnen um 12 und die Stadiontore um 12.30 Uhr. Christian, es war Länderspielpause. Du warst auch ein paar Tage in England bei der Fußballlehrerausbildung. Wie habt ihr denn noch die Zeit genutzt? Es gab ja auch ein Testspiel gegen den HSV. Worauf lag so das Augenmerk? Genau, fangen wir erst mit der ersten Woche an. Haben wir das Testspiel gegen HSV gehabt. Weiterhin noch ein sehr gutes Spiel gesehen. Das haben wir analysiert und sind der Meinung, es war wirklich ein sehr gutes Spiel von den einzelnen Spielern, aber auch von der Gesamtmannschaft. Dann war ich dann von Samstag bis Dienstag unterwegs. Montag und Dienstag haben wir dann nach dem freien Wochenende haben wir Montag so ein Training zum Reinkommen gemacht, technische Basis, dann am Dienstag die Intensität deutlich erhöht in Turnierform. Und am Mittwoch kam ich wieder dazu und haben so ein bisschen in das Mannschaftstaktisch wieder gegangen. Haben angeknüpft eigentlich auch, was wir in der ersten Woche angegangen sind, so ein Mix aus mit dem Ball und gegen den Ball. Und einfach daraus uns versucht zu entwickeln, was wir einfach in den ersten und den vorherigen Spielen gut gemacht haben, das noch besser zu machen und natürlich auch die Defizite angesprochen, die wir hatten in manchen Situationen. Und ja, war eine sehr gute Woche, zwei Wochen, auch mit dem Testspiel und die zweite Woche jetzt auch sehr konzentriert, sehr fokussiert und sind gut vorbereitet für das Spiel gegen Unterhaching. Wie sieht es personell aus vor der Begegnung? In der ersten Woche fehlte Manuel Schwenk komplett aufgrund von Bronchitis, musste Antibiotikum auch nehmen. Sonst war es tatsächlich, da hatten wir keine Verletzungen, keine muskulären Dinge, waren eigentlich alle dabei, alle an Bord, auch mit Lasse Schlüter, mit Leon Bürger, die jetzt auch dann die ersten Einsatzminuten wieder bekommen haben, sind eigentlich wieder alle an Bord. Bis auf die Langzeitverletzten. Genau, richtig. Üblichen Verdächtigen. Ja. Okay, dann eröffne ich die Fragerunde. Wer möchte? Thomas Fröhlich von der Braunschweiger Zeitung. Sie sprachen von Defiziten. Welche Defizite sind denn da besonders aufgefallen? Ja, man hat immer Defizite. Also es ist jetzt besonders, glaube ich, nicht, dass wir jetzt ein Defizit angesprochen haben. Also ist klar, gibt es immer Verbesserungen, wenn man jetzt als Trainer analysiert man die Spiele. Dann geht man rein ein Thema Kompaktheit gegen den Ball. Man geht auch mit dem Ball auf Defizite ein. Aber jetzt nicht explizit sagen, das ist das, was wir sagen, wo es große Defizite gab. Ich glaube, da waren wir wirklich auf einem guten Weg. Und das Beispiel kann man sagen, klar, tiefe Laufwege mit aufnehmen. Das ist so ein Thema, wo wir viel daran gearbeitet haben, aber sonst eigentlich allgemein gehalten. Nach dem Spiel in München war ja auch das Torschussverhalten oder die Torgefährlichkeiten Thema. Sie sagten, Sie wollen nicht jetzt unbändig Torschüsse trainieren, aber es ist wahrscheinlich trotzdem Inhalt gewesen. Klar, das haben wir immer als Inhalt, haben wir mit drin, auch mit Drucksituationen, aber gegen HSV haben wir ja 2 Tore erzielt. Waren das schon die ersten Auswirkungen? Das waren schon bestimmt die ersten Auswirkungen, da bin ich fest von überzeugt und da kommen bestimmt noch mehr dazu. Frank Kornhardt von Radio SAW. Da haben zwei getroffen im HSV-Spiel, die es schon länger nicht geschafft haben. Was macht das mit denen? Ist ja manchmal so, gerade beim Stürmer wie Proschwitz, zu sagen, ich weiß nicht, woran es liegt, ich habe eigentlich nichts verändert, aber irgendwie will das Ding nicht rein, das Runde ins Eckige. Jetzt hat er getroffen, ist das so ein bisschen Befreiung auch für so einen? Ich spreche jetzt mit Nick nicht spezifisch darüber, aber ich weiß es aus einem Gespräch, dass er jetzt nicht so einen großen Kopf darum macht. Dafür ist er erfahren genug und hat auch extrem viele Tore erzielt in der Vergangenheit und dass er sich nicht an sich hadert. Das zeigt er auch im Training, das zeigt er auch da in Einsatzminuten, die er da hat, dass er jetzt nicht einen Zweifel hat. Wenn er nämlich Zweifel hat, dann wird er komplett, glaube ich, abschalten und gar nicht in Situationen kommen, um das Tor zu erzielen zu wollen, sondern dann wird er vielleicht ein bisschen passiv agieren. Und das macht er nicht, sondern er hat ja die Möglichkeiten oder unsere Offensiven haben die Möglichkeiten auch. Und deswegen werden wir es nicht explizit da drauf eingehen. Bei Leo Futaro ist, glaube ich, das so ein Befreier auch. Das merkte man schon, weil er dann ein anderer Typ ist wie Nick Proschwitz. Das merkte man dann auch im Training. Aber es gilt natürlich auch da jetzt nicht dann am einen Tor so dann sich auszuruhen. Das ist einfach eine Bestätigung, eine Konstanz, die er reinbringen muss. Und wenn er die Konstanz reinbringt, dann kann es auch für uns wertvoll sein. Unterhaching ist Tabellenführer, dass man die nicht unterschätzen kann, wissen, glaube ich, alle. Aber Tabellenführer ist doch vielleicht ein bisschen überraschend. Was machen die alles richtig jetzt? Ja, Tabellenkonstellation richtig, Tabellenführer. Die haben natürlich auch eine Qualität in den offensiven Bereichen und Effektivität. Die brauchen in manchen Spielen, jetzt nicht jetzt gegen Münster, wenn man vorherige Spiele nimmt, dann brauchen die 3 Chancen, machen wir 2 Tore daraus. Das ist eine Qualität, die einfach dafür spricht, dass die da sehr, sehr effektiv sind. Und da auch natürlich dann die Punkte eingefahren haben.
Elfer können sie nicht, habe ich gehört. Ach so, ja, Pokalspiel, ach so. Ja. Was, wie kriegt man die in den Griff? Wie wollt ihr die bändigen und natürlich möglichst gewinnen, denke ich? Unabhängig vom Gegner ist es wichtig, dass wir wieder, nicht wieder, sondern weiterhin selbstbewusst auftreten. Also immer noch sagen, okay, wir konzentrieren uns auf uns, wir agieren, wir wollen fokussiert sein, wir wollen den Gegner auch bespielen. Wir wollen den Gegner gegen den Ball einfach keine Luft lassen, dass wir da einfach aggressiv gegen den Ball arbeiten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das wollen wir einfach morgen auch wieder zeigen und auch mit großer Brust oder mit breiter Brust auftreten. Das ist nicht einfach eine Floskel dahergesagt, sondern das auch unabhängig vom letzten Ergebnis muss man einfach die Art und Weise sehen. Und wenn wir das anknüpfen, wenn wir da weitermachen, und das ist dann der richtige Weg, und da werden wir dann auch die Möglichkeiten haben, wieder die Punkte zu holen. Ihr habt sicherlich Unterhaching analysiert. Gibt es bestimmte Dinge, wo ihr Obacht nehmen müsst, wo ihr genau drauf aufpassen müsst? Naja, von der Art und Spielweise ist es eigentlich klar. Da haben sie natürlich eine gewisse Idee im Ballbesitz oder auch gegen den Ball. Individuell kann man sagen, dass das ein Begalke natürlich ein Schlüsselspieler für die ist. Aber sonst sage ich, das ist allgemein halt analysiert, und wir sagen, wir konzentrieren uns mehr auf uns. Und da wird noch geschrieben. Ja, Thomas Fröhlich nochmal. Wie schwer ist es denn jetzt nach dem HSV-Spiel auch mit Putaro, der sich im Vordergrund gespielt hat, und anderen, die richtige Formation zu finden? Macht man sich da doch dann noch mehr Gedanken als vor, weil jetzt auch noch mehr Spieler zur Verfügung stehen? Natürlich, wenn keine Spieler verletzt sind, macht man sich natürlich immer Gedanken, welche Optionen wir uns ziehen können. Aber man darf auch nicht mal alles von einem Spiel abhängig machen, weil dann würde man natürlich auch sagen, wenn jetzt ein Spieler nicht trifft, dann lass uns mal einen neuen Spieler nehmen. Es ist gut, dass das beflügelt alle, glaube ich. Das macht auch dann die Spieler, die dann spielen, einfach auch aufmerksam und sagen, oh, jetzt kommt vielleicht einer, der jetzt aus der zweiten Reihe jetzt an meiner Position kratzt. Das heißt, das muss dann auch fokussierter agieren. Das heißt, das muss auch den Spielern, die dann auf dem Platz stehen oder die in letzter Zeit auf dem Platz gestehen haben, sagen, oh, hier passiert was und ich kriege Druck. Das heißt, ich muss einfach mehr Gas geben, und das kann auch dann einfach die anderen beflügeln, die vorher dann noch längere Spielzeitminuten bekommen haben. Aber ja, dass er natürlich Optionen hat, ist natürlich auch gut. Und das macht es vielleicht uns ein bisschen unberechenbarer. Das heißt, wir können flexibel agieren, sei es von der Systematik her oder von der Art und Weise auch zu spielen. Das heißt, wenn wir Leon Potaro reinbringen, ist auch immer eine andere Art und Weise, wie wir spielen können, als wenn wir jetzt einen Umschaltspieler ins Spiel bringen. Das heißt, das kann uns einfach richtig Vorteile bringen. Der Kollege von Radio 38, glaube ich. Ja, genau. Lukas Mauri ist mein Name. Ich wollte fragen, ich glaube, die letzten Spiele gegen Unterhaching waren alle sehr, sehr kampfbetont. Also da gab es irgendwie eine Statistik, dass jedes Mal so und so viele Karten verteilt wurden. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele das waren. Können wir uns da jetzt auch darauf einstellen, dass es auch wieder ein Kampfspiel wird? Oder bereitet man sich darauf vor, dass es besonders körperbetont wird? Körperbetont ist, glaube ich, immer die Basis. Also wenn man zu weit weg ist, wenn man nur Räume zustellt und abwartet, bis man den Ball bekommt, ist man, glaube ich, in der dritten Liga auch falsch aufgestellt. Das muss die Basis sein von uns. Wir müssen immer in den Zweikampf kommen. Das hat man in den letzten Spielen gezeigt. Wenn wir nicht in den Zweikampf kommen, dann laufen wir hinterher und haben so ein bisschen Passivität rein ins Spiel. Das frustriert dann auch viele Spieler, weil sie einfach den Schritt nicht hinkommen. Deswegen ist die Basis, Zweikämpfe zu führen, einfach immer gegeben. Und das muss einfach auch sein. Und das fordere ich der Mannschaft auch morgen ein. Weil das ist für uns auch unsere Art und Weise, wie wir ins Spiel finden. Dass wir immer Möglichkeit, Zweikämpfe zu finden. Und das kann den Gegner auch dann wehtun und es kann auch den Gegner ein bisschen stören. Und da muss man schauen, wie Unterhaching dagegen agiert. Kollegin Annika von Radio FFN. Ja, mit Blick auf die Tatsachen einfach mal. Ihr habt 4 Spieltage nicht gewonnen. Mhm. Kann man von einer Mini-Krise sprechen bei Eintracht Braunschweig? Kurze oder lange Antwort? Wie du willst. Ich sag mal, kurze Antwort, nein. Kann man nicht. Wie ist trotzdem so die Stimmung in der Mannschaft? Weiterhin gut, motiviert? Total. Also das ist ja das Gute, wo ich mir noch keine Gedanken machen muss, wenn das im Training nicht so wäre, wenn man sie dann hochziehen müsste, wenn sie nicht fokussiert werden, wenn sie ja ein bisschen so schleppend reinkriegen, wenn sie anfangen nachzudenken, wenn man das merkt, dann denkt man sich schon, okay, jetzt muss man vielleicht einmal drüber sprechen, aber solange das gegeben ist, ist es top. Also die versuchen alles umzusetzen, die ärgern sich natürlich auch, weil wenn man dann die Spiele einfach sieht, die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, war es kaum was vorzuwerfen. Wenn man sagt, das Spiel gegen Halle, kann man sagen, okay, da haben wir vielleicht ein bisschen zu passiv agiert, phasenweise,
Aber die restlichen Spiele, wo man sagt, jetzt gerade auch Köln und gegen Bayern, kann man einfach nur sagen, ja, am Ende fehlten dann nur die Tore. Das ist dann bitter, ja. Dann haben auch die Tore nicht erzielt. Aber die Art und Weise, bis wir da hingekommen sind, bis zum Tor, waren einfach außergewöhnlich. Und das muss man einfach mitnehmen. Und ich würde mir einfach viel mehr Gedanken machen, wenn wir keine Torchancen erzielen würden. Dann müsste man ein bisschen reingehen in die Mannschaft. Aber so ist es komplett richtig auf einem richtig guten Weg. Und die Mannschaft versucht alles, das auch umzusetzen, was wir eigentlich vorhaben. Jetzt könnt ihr euch ja auch am Wochenende die Tabellenspitze wieder zurückerobern, glaube ich. Sollte ja auch eigentlich Motivation genug sein, oder? Ja, natürlich, das ist eine Riesenmotivation, muss das sein. Wenn es die Möglichkeit gibt zu diesem Spieltag, das ist keine ausschlaggebend, aber ich sage, natürlich muss das eine Motivation sein, wenn man die Chance hat, immer an der Spitze zu sein. Das ist natürlich abhängig von anderen Gegnern, also noch das andere Spiel von Halle. Aber wenn wir unsere Hausaufgaben machen, können wir dann in dem Moment natürlich was Gutes erreichen in der Momentanaufnahme. Und das muss eine Motivation sein, diese Chance einfach zu ergreifen. Schaue ich nochmal in die Runde. Punkt dahinter, Thomas. Ja, wunderbar. Dann vielen Dank und wir sehen uns morgen. Danke.